Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, im Namen Allahs des Allerbarmers, des Barmherzigen, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, aller Lob gebührt Allah, dem allmächtigen Gott, dem Schöpfer, Lenker, Herrscher des gesamten Universums, und Friede und Segen sei mit dem Gesandten Allahs. Erstmal, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ich hoffe, es trudeln schon ein paar Leute ein gerade. Teilt das bitte, like das bitte, damit wir so viele Menschen wie möglich erreichen. Es gibt in diesen Tagen so viel zu sagen, so viel zu erzählen. Und bevor die Leute reinkommen, wollte ich erst kurz etwas erwähnen. Manche Leute sagen, wir sollen im Querformat filmen. Aber das Handy, mit dem wir gerade das machen, ist kaputt. Aber wir haben schon ein neues und inshallah werden wir das bald benutzen. Ne? Und die andere Sache ist, es könnte jetzt jemand sagen, warum sagt ihr nichts zu Utrecht? Wir sagen noch nichts zu Utrecht, zu dem, was heute in Holland passiert ist, weil wir noch nicht genau wissen, worum es da geht. Ja. Wozu ich mich heute äußern wollte, sind die Solidaritätsbekundungen von Nichtmuslimen, von denen man die ganze Zeit hört. Ich habe zum Beispiel mitbekommen, dass vor Moscheen Solidaritätsbekundungen von Nichtmuslimen hingelegt wurden und dass sich Nichtmuslime entschuldigt haben. Erstmal, es muss sich kein Nichtmuslim für etwas entschuldigen, was irgendein Kreuzritter, und ich kann sagen Kreuzritter, denn er sieht sich selber als einen wiedergeborenen Kreuzritter. Das hat er selber in seinem Manifest geschrieben. Das ist also ganz klar ein christlicher Terrorist. Das ist ganz klar ein christlicher Terrorist. Denn es wird auch gesagt, muslimischer Terrorist, wenn sich jemand auf den Islam bezieht. Und hier bezieht sich jemand auf das Christentum. Er bezieht sich darauf. Er bezieht sich ganz klar, und Deutschland, das wird aus einem Manifest klar, auf das Christentum, auf das Retten des Christentums, auf die Kreuzritter. Er ist sozusagen, gehört zu den wiedergeborenen Kreuzrittern. Ja, und deswegen kann man das hier ganz klar sagen. Und wie gesagt, es muss sich keiner dafür, kein Nichtmuslim muss sich dafür entschuldigen, was irgendein Vollpfosten gemacht hat. Und genauso wenig, wie sich ein Muslim dafür entschuldigen muss, wenn irgendein durchgeknallter Muslim mit seinem Lastwagen in eine Menschenmenge reinrast. Derjenige, der das getan hat, derjenige, der ihm geholfen hat, der trägt die Verantwortung dafür. Und natürlich auch die Leute, die nichts dagegen gemacht haben. Und deswegen sind diese ganzen Solidaritätsbekundungen von den Politikern scheinheilig. Denn man lässt hier in Deutschland und weltweit, das ist eine weltweite Bewegung, das muss man dazu sagen, und darüber werde ich die Tage nochmal intensiv sprechen, denn ich möchte mich in diesem Video kurz halten. Es ist eine weltweite Bewegung. Es ist keine Bewegung, die sich auf Deutschland beschränkt oder auf England beschränkt oder auf Frankreich beschränkt oder auf Holland beschränkt oder auf die USA beschränkt. Die Namen sind nur unterschiedlich, aber diese Bewegung gibt es überall. Und nicht nur im Westen, auch in Nicht-Muslim in nicht-christlichen Ländern, wie in Indien beispielsweise oder wie in Burma. Das ist eine weltweit verbreitete Islamophobie, die von bestimmten Kräften angeschoben wird, mit Hilfe der Medien. Oder beispielsweise das Konzentrationslager für Muslime in China gibt. Das ist eine weltweit verbreitete Islamophobie. Und deswegen natürlich, wenn Politiker jetzt, nachdem sie es zugelassen haben, dass überhaupt so eine islamfeindliche Stimmung auch in Deutschland entwickelt, und ich sage ganz klar, mich hat dieses Attentat nicht überrascht. Mich hat es eher überrascht, dass so etwas Ähnliches auf diese Art und Weise noch nicht in Deutschland passiert ist. Natürlich, es ist eigentlich schon passiert. Es ist schon in München passiert. In München ist es schon passiert, dass jemand ganz gezielt muslimische Jugendliche erschossen hat. Das wurde Amoklauf genannt, nicht Terroranschlag. Hier wird es, alhamdulillah, durch die Medien
Terroranschlag genannt. Es müsste eigentlich christlicher Terroranschlag genannt werden, wenn man die Terroran, weil diese Person sich auf das Christentum bezieht, weil diese Person sich auf Kreuzritter bezieht. Genauso, also das heißt, wenn man die Anschläge von durchgeknallten Muslimen, die einen Dachschaden haben, die mit einem LKW in den Weihnachtsmarkt reinfahren, islamistischen Terroranschlag nennt, dann muss man diesen Anschlag auch christlichen Terroranschlag nennen. Das muss man dazu sagen. Aber die Politiker lassen es zu, dass hier in Deutschland über Dinge, dass hier in Deutschland Bücher, und ich habe da gerade ein Buch Buch liegen, SOS Abendland von Udo Ulfgotte, der schon gestorben ist mit seinem Islamhass. Sollte die Schehada vor seinem Tod nicht gesagt haben, dann wissen wir, wo er jetzt gelandet ist oder wo er landet. Und man lässt es zu, dass überall gehetzt wird. Man lässt es zu, dass das Kopftuch kriminalisiert wird. Man lässt es zu, dass Forderungen nach islamischen Kindergärten, jede Bewegung, die die Muslime machen, unter einen Generalverdacht gestellt werden. Und wenn dann jemand auf dem anderen, an einem anderen Ende der Welt ausrastet, ja, dann fängt man an mit Solidaritätsbekundungen. Das ist Heuchelei. Das ist ganz klar Heuchelei. Ich sage nicht, dass es Heuchelei ist von dem normalen Hinz und Kunz und Müller-Meyer-Schmitz, die diese Tat gesehen haben, die erschrocken sind, die zu Moscheen gehen, die Muslimen die Hand reichen. Ich bin gerührt davon. Ich finde es toll. Auch wenn ich sage, ihr müsst euch nicht für etwas entschuldigen, was ihr nicht getan habt. Genauso wenig, wie ich mich dafür entschuldigen muss, was irgendein Durchgeknallter in Nizza, in Paris oder von mir aus in Deutschland, in Berlin am Weihnachtsmarkt gemacht hat. Ich muss mich nicht dafür entschuldigen. Vor allen Dingen nicht, weil ich immer versucht habe, alles zu tun, um solche Anschläge zu verhindern. Und deswegen habe ich Dutzende Vorträge gemacht, wo ich über Anschläge in Boston, über Anschläge in Stockholm, über Anschläge in Alexandria gesprochen habe und erklärt habe für diejenigen, die anderer Meinung sind von den Muslimen, dass solche Taten unislamisch sind, falsch sind. Ja? Das heißt, ich muss mich dafür nicht entschuldigen. Ich habe alles dafür getan. Aber man muss sich jetzt die Frage stellen, was haben die deutschen Politiker eigentlich getan? Hier wird ganz klar eine Islamfeindschaft verbreitet. Ganz klar. Der einzige Muslim, der geachtet ist, ist der Muslim, der mit dem Islam nichts mehr zu tun hat. Selbst die normalsten Verbände wie DİTİB, Millî oder Zentralrat der Muslime werden unter Generalverdacht gestellt. Es ist ganz klar. Man fängt erstmal mit dem an, dann geht man über den, dann geht man zu dem. Und die ganzen Jahre über wusste man ganz genau, in welchen Moscheen Terror gepredigt wird. Und man hat es die ganzen Jahre laufen gelassen, weil die deutsche Regierung oder die Sicherheitsdienste, und das ist jetzt rausgekommen bei dem ganzen Skandal mit Anis Amri, Folgendes vorhatten. Sie wollten beobachten, 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 beobachten. Aber dadurch haben sie erstmal dafür gesorgt, dass sich dieser Virus unter Jugendlichen verbreitet hat. Ja? Beobachten, beobachten, anstatt direkt die Sachen zu beenden. Und stattdessen wurden andere, die zum Frieden aufrufen, kriminalisiert. Dinge, die ganz normal sind im Islam, wie Kopftuch, wurde kriminalisiert, Niqab wurde verboten. Das ist alles Diskriminierung. Das ist alles Diskriminierung. Und hier muss man ansetzen, liebe Geschwister, weil deswegen, ich bedanke mich wirklich bei allen Nicht-Muslimen, die sich solidarisch zeigen, die diese Tat verabscheuen, die dagegen sprechen. Und wir sagen euch, wir sind der Überzeugung, dass es im Sinne Allahs ist, dass es im Sinne Gottes ist. Denn Allah, die beste Übersetzung für Allah ins Deutsche ist Gott. Ja? Die arabischen Christen haben zum Beispiel auch in der Bibel Allah stehen für Gott. Das wollte ich nur mal hier am Rande erwähnt haben. Ich bin der absoluten Überzeugung, dass es im islamischen Sinne ist, die Welt zu einem friedlicheren Ort zu machen. Denn das Wort Islam kommt von der Wortwurzel
Sin Lam Mim. Von derselben Wortwurzel kommt das Wort Salam, was Frieden heißt. Und das Ziel des Muslims ist Darus Salam. Das ist ein Name vom Paradies. Und ein Name von Allah ist As-Salam, der Friedenstifter. Und deswegen kann es nur in unserem Sinne sein, die Welt zu einem friedlicheren Ort zu machen. Und wir sind auch der Überzeugung, dass eine friedliche Koexistenz der Religionen möglich ist. Und dies, weil Allah in Sura 60, Vers 8, und das ist für die ganzen islamophoben Islamaster übrigens eine medinesische Sura, weil es wird immer dieser Schwachsinn erzählt, ja, die mekkanischen Suren waren friedlich, aber dann nachher hat er seine Politik geändert und es ist alles kriegerisch geworden. Das ist eine medinesische Sura, eine der letzten Suren, die offenbart wurde. Dort sagt Allah, La yanhaakumullah an alladhina lam yuqatilukum fi dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim. Inna Allah yuhibbul muqsitin. Allah hat euch nicht verboten, diejenigen, die euch nicht wegen eurem Glauben bekämpft haben und euch nicht aus euren Häusern vertrieben haben, mit ihnen in Güte umzugehen und gerecht zu ihnen zu sein. Wahrlich, Allah liebt die Gerechten. Das heißt, hier wird ganz klar gesagt, dass diejenigen Nicht-Muslime, die einen nicht bekämpfen, ja, dass es eine friedliche Koexistenz geben kann. Das ist ein ganz klarer Fall. So, das wollte ich nur an dieser Stelle erwähnt haben. Dann ganz kurz zu dem, was in Utrecht passiert ist. Wir wissen noch nicht, was da genau passiert ist. 3 Leute sind bisher gestorben, mehrere sind verletzt. Es kam die Spekulation auf, dass das eventuell als Rache für Neuseeland ist. Aber wie gesagt, man weiß bisher noch nichts. Es könnte auch eine Beziehungstat sein, etc. etc. Könnte auch einfach ein Amokläufer sein. Bisher, zumindest nach meinem Kenntnisstand, weiß man noch nichts. Aber ich wollte an dieser Stelle trotzdem schon mal von vornherein sagen, falls ein Muslim denken sollte, jetzt müsste er Rache üben, weil in Neuseeland Muslime gestorben sind. Allah sagt im Koran, La taziru waziratun wisra ukhra. Keine lasttragende Seele trägt die Last einer anderen. Das heißt, ein Muslim in Holland oder ein Muslim in Norwegen oder Müller-Meyer-Schmitz in Deutschland ist nicht dafür verantwortlich, weil ein Vollpfosten aus Australien in Neuseeland Muslime umgebracht hat. Das heißt, solche Taten sind völlig unislamisch, falls jemand so bescheuert sein sollte und so etwas vorhat. Was wir machen oder was ihr machen müsst, liebe Geschwister, ich gebe euch nur die Anhaltspunkte. Handeln müsst ihr. Wir müssen schauen, dass wir fordern, dass jetzt durch das, was durch diese Tat passiert ist, dass wir fordern, oder durch diese Tat, dass wir fordern, mit Nachdruck fordern, dass gewisse Dinge in Deutschland nicht mehr zur Meinungsfreiheit gehören. Es kann nicht zur Meinungsfreiheit gehören, Menschen zu dämonisieren. Es kann nicht zur Meinungsfreiheit gehören, Menschen zu diffamieren. Beispiel. Einige Besoffene laufen durch Köln, kommen aus Nordafrika und aus anderen arabischen Ländern und touchen Frauen an, sind stockbesoffen bis oben hin und dann wird das nachher in den Medien breit getrampelt, als das ist, weil sie aus einer islamischen Kultur kommen. Solche Leute haben mit dem Islam nichts zu tun. Ich sage auch nicht, weil irgendwelche besoffenen Fußballfans randalieren und einen Polizisten zum Krüppel schlagen, das ist, weil sie aus einer christlichen Kultur kommen. Das ist eine völlige Dämonisierung. Das ist eine Diffamierung. Das ist eine Lüge. Ja, oder dass es so dargestellt wird, es gibt in Deutschland Massenvergewaltigungen von Muslimen und die Leute sind sich damit gegenseitig in den Internetforen am Aufhetzen, bis sie sich völlig bedroht vorkommen. Und wenn du sie fragst, ja, wie oft bist du denn schon vergewaltigt worden? Wie oft bist du denn schon angegriffen worden? Wie oft bist du denn schon abgezogen worden? Sagen sie alle, ja gar nicht. Ja, aus deiner Familie, aus deinem Umfeld, ja gar nicht.
Aber überall in diesen ganzen islamfeindlichen Foren, man braucht das nur jetzt den Prozess von Chemnitz anzuschauen und schaut sich mal an, was dort geschrieben wird in diesen ganzen Kommentarspalten, die der Müll sind für die Islamophoben, die dort ihre Propaganda feiern, wird gehetzt ohne Ende. Rape-Fugees werden die Leute genannt, die hier hinkommen. Rape-Fugees. Statt Refugees, das heißt Flüchtlinge, ja, Rape-Fugees, das heißt, sie sind gekommen, um hier die Frauen zu vergewaltigen. Solche Dinge werden verbreitet. Das ist eine pure Hetze. Das ist eine pure Hetze. So, stell mal vor, man würde über die Juden sagen, Rape-Fugees. Das würde sofort verboten werden. Und so etwas muss man fordern, aber da müssen die Muslime sich für zusammentun. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Das ist eine ganz wichtige Angelegenheit. Deswegen, liebe Schwester, das wollte ich heute nur an dieser Stelle gesagt haben. Ganz kurze Message zu später Stunde. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alle recht leiten. Und subhanallah, ganz kurz, das fällt mir gerade noch ein. Ich habe heute einige Bilder aus Neuseeland gesehen und ich war wirklich total gerührt, ehrlich gesagt. Ja, dass da so Studenten, die haben da diesen Hakka, diesen komischen neuseeländischen Tanz der Ureinwohner da gemacht zu Ehren der Toten. Es ist natürlich eine Sache, die natürlich aus islamischem Verständnis nichts bringt und auch nicht islamisch ist. Aber ich war nur gerührt von dieser, von diesem Willen, von dieser Absicht, die diese Leute haben, dass sie einfach so hilflos sind. Sie wollen irgendwie etwas Schönes machen und irgendwie zeigen, oh, wir sind mit euch und uns tut das leid für euch. Und das hat mich ehrlich gesagt sehr gerührt. Und das sollte uns auch Hoffnung geben. Liebe Geschwister, es gibt viele, viele islamophobe Leute, die unbelehrbar sind. Es gibt islamophobe Leute, die belehrbar sind. Und es gibt viele Menschen, die ein, inshallah, ein gutes Herz haben und die sich fair verhalten. Möge Allah uns auch zu den Gerechten machen lassen und nicht alle über einen Kamm scheren. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.